Hallo, ganz herzlich willkommen auf der Meet 2022. Ich begrüße auch ganz herzlich Stefan Reininger vom Klima- und Energiefonds und Dominik Masam von der KPC. Und Sie sprechen heute über das Förderprogramm für klimafitte Kulturbetriebe. Danke fürs Kommen und viel Vergnügen. Ja, danke für die Ankündigung. Danke fürs Teilnehmen. Ich glaube, es wird aufgezeichnet. Es werden noch andere Leute das hoffentlich auch sehen. Das, was wir Ihnen präsentieren, sind Sie vielleicht nicht so gewohnt. Wir sind nicht aus dem Kulturbereich und nicht so Bühnen erfahren. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es jetzt nicht geprobt. Das ist jetzt eher ein Stand-up. Falls ich den Übergang zum Kollegen vergesse, wird er mich darauf aufmerksam machen. Wir wollen Ihnen das Förderprogramm im Kulturbereich vorstellen. Aus unserer Sicht, jetzt aus Klima-Energiefonds-Sicht, sicher ein sehr interessantes Programm, nämlich auch aufgrund der Förderhöhen, die, sage ich mal, eher selten sind oder in der Qualität nicht so oft zu finden sind. Vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund, ein bisschen Rechtliches und Budgetäres. Das ganze Budget für dieses Programm kommt aus der EU, Next Generation Programm der EU, und das BMKÖS, das Bundesministerium für Kunst und Kultur, hat dieses Programm quasi erfunden, wenn ich das so sagen darf. Die Frau Lang ist auch da, wollte aber nichts reden, sie wollte Ihnen gleich sozusagen die Inhalte dieses Programm kurz und knackig zur Verfügung stellen. Darum wollte sie jetzt nichts sagen, aber es war sozusagen die Idee des Ministeriums, hier auf EU-Gelder zurückzugreifen. Und wir als Klimafonds sind seit 2007 im Bereich Förderungen für Energie und Klima eben tätig und entwickeln seit 2007 verschiedenste Programme. Und das ist das erste Mal, dass wir mit einem anderen Ministerium als unsere Eigentümer zusammenarbeiten. Ja, und Kollege von der Kommunalkredit hilft uns bei der Abwicklung, steht Ihnen dann ganz konkret bei der Hotline zur Verfügung, um diverse Fragen beantworten zu können. Was sind nun die Ziele? Der Programmname, glaube ich, sagt schon sehr viel darüber aus. Wir wollen eben die Ökologisierung und die Nachhaltigkeit im Kulturbereich, im Kunstbereich vorantreiben und die Umstellung unterstützen. Und gerade heute und in den letzten beiden Jahren war die Situation ja nicht sehr einfach, hier überhaupt Maßnahmen zu stemmen, auch aus ökonomischer Sicht. Und dieses Programm soll Sie eben dabei maßgeblich unterstützen. Und unterstützt natürlich die Ziele, die sich Österreich gesetzt hat im Klima- und Energiebereich. Zielgruppe dieser ganzen Förderaktion ist eigentlich sehr weit gefasst. Alle Kulturbetriebe, die ihren Sitz in Österreich haben und eben auch hier tätig sind. Es muss überwiegend Kulturbetrieb nachgewiesen werden. Das wird eben in den Förderanträgen überprüft. Und die Einnahmen müssen auch überwiegend aus diesem Bereich stammen. Auch dafür steht dann unsere Abwicklungsstelle, die KPC, auch zur Verfügung. Wenn Sie hier Fragen haben, passt das, ist Ihr Betrieb förderwürdig, dann sehr gerne, die Koordinaten finden Sie dann ganz am Ende der Präsentation. Ja, wichtig ist, dass Ihre Maßnahmen in einem Nachhaltigkeitskonzept aufscheinen, das heißt, gefördert wird auch dann, wenn Sie sich wirklich ernsthaft Gedanken über dieses Thema machen, und das wird eben nachgewiesen in diesem Nachhaltigkeitskonzept. Förderbar ist, soll man sagen, salopp ziemlich alles, was im Bereich Energie, Energieeffizienz, Energieeinsparung, erneuerbare Energie möglich ist. Also Sie können hier bei der Heizung, bei der Lüftung, Klimatisierung Maßnahmen setzen. Sie können erneuerbare Energieträger, Solarthermie, Photovoltaik einreichen. Energieeffizienz aus meiner Sicht immer ganz wesentlich. Ja, zuerst mit der Energie runter, dann schauen, dass man es
mit möglichst viel erneuerbarer Energie bereitstellt. Dazu gehört eben auch die thermische Gebäudesanierung, auch wenn im Kulturbereich das manchmal durchaus eine Challenge ist. Und sozusagen, darum sage ich salopp ziemlich viel, alle Maßnahmen, die irgendwo zu einer CO2-Reduktion beitragen, sind in diesem Programm umfasst. Ich glaube, ich gehe da relativ schnell drüber. Es gibt sehr viele Maßnahmen. Auch da stehen wir zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben, passt das, ist das eine Überlegung wert? Grundsätzlicher Natur, Sie brauchen dann für die Umsetzung eine Energieberatung und die hilft Ihnen dann wirklich ganz konkret, ob und welche Maßnahmen in Ihrem Betrieb, in Ihrem Unternehmen auch wirklich passen. Also eine mannigfaltige Liste an Überlegungen. Ich glaube, die Präsentation können Sie dann in weiterer Folge auch runterladen. Ich gehe deshalb so schnell auch durch, erstens, weil ich es nicht geprobt habe und zweitens, dass wir die Fragen von Ihnen dann beantworten können. Ich glaube, das ist immer spannend. Spannend natürlich auch die Förderhöhe. Die ist begrenzt einmal mit 250.000 Euro pro Einreichcall. Bis 75.000 Euro gibt es 75% der anerkannten Investitionskosten. Darüber sind es 50%. Das heißt also, dass ab 75 nicht sofort der Satz auf 50 sich senkt, sondern sich langsam, je höher die Investitionskosten sind, geringer wird. So, eine Folie, glaube ich, habe ich noch. Die Fördervoraussetzungen. Ja, es muss nachgewiesen werden, dass hier wirklich effektive Einsparungen vorhanden sind. Du wirst dann noch näher erklären, wie das Prozedere ist, die Bewertung der Projekte, das hat einen gewissen Einfluss. Also Minimaßnahmen werden wahrscheinlich nicht so hochgereiht werden, wie Maßnahmen, die wirklich einen maßgeblichen Anteil an Reduktion und Effizienzsteigerung bieten. Gut, ich habe es geschafft, habt ihr nicht vergessen. Perfekt, Dankeschön. Ich darf auch nochmal ein herzliches Willkommen vom Namen der KPC auch aussprechen. Jetzt sind wir bei der, für uns wahrscheinlich mitunter die, eine der wichtigsten Folien auch in Bezug auf die Einreichunterlagen tatsächlich. Die sind in elektronischer Form online erforderlich. Das sind mitunter die wichtigsten Punkte, wie Stefan auch schon angesprochen hat, der Energieberatungsbericht mit dem Umsetzungskonzept und das Nachhaltigkeitskonzept. Auf diesen beiden Punkte werde ich in den nächsten Folien noch genauer eingehen. Und sonst sind auch noch Kostenzeit- und Finanzierungsplan sowie die Projektbeschreibung bei diesen beiden Dokumenten. Da gibt es bereits vorgefertigte Dokumente, die auf den Homepages auch zur Verfügung gestellt werden. Wie das erste Dokument schon bereits sagt, hier ist grundsätzlich ein Überblick über die Gesamtkosten und die Umsetzungsdauer sowie die Strukturierung der generellen Finanzierung maßgeblich darzustellen. In der Projektbeschreibung selbst ist auf den ersten Folien, auf der ersten Seite ist ein sehr umfangreiches Dokument, da, wie der Kollege auch schon angesprochen hat, es sich um ein sehr umfangreiches Förderprogramm handelt, aufgrund der Menge der Maßnahmen, die möglich sind. Hier werden auch unter anderen Punkten auch die kulturpolitische Bedeutung und grundsätzliche Beschreibung zum Kunst- und Kulturbetrieb abgefragt und des Weiteren auch noch eine Kostenaufstellung der Maßnahmen sowie technische Details, die für uns, da es im Endeffekt auch wieder auf CO2-Einsparungen abzielt, für uns wichtig sind, um rückschließend die Einsparungen auch berechnen zu können. Technische Beschreibung von den beantragten Maßnahmen finden sich immer wieder auch schon bereits vordefinierte Textfelder in der Projektbeschreibung auch drinnen. Jetzt zu der Frage, was der Energieberatungsbericht tatsächlich beinhalten sollte. Also für uns ist einmal das Wichtigste eben, dass es einen Nachweis für uns bildet über die von Ihnen in Anspruch genommene Energieberatung. Hier ist besonders jetzt wichtig, es soll ein unabhängiger Energieberater sein. Sprich, es sollte jetzt nicht sein, wenn Sie sich schon im Vorfeld überlegen, vielleicht eine PV auf Dachanlage zu installieren, dass dann rein nur der Hersteller selbst oder der Lieferant in einen Energieberatungsbericht zur Verfügung stellt, die sich aber nur auf diese Maßnahme bezieht.
das ist nicht der Gedanke, sondern es soll das gesamte Potenzial auf den Kunst- und Kulturbetrieb darstellen. Sprich, das kann dann sein, dass es mehrere Maßnahmen eben betrifft, wie es hier auch in dem Beispiel rechts daneben nochmal dargestellt. Und hier ist besonders wichtig, auch eben den Ist-Zustand des Gebäudes zu beleuchten und in weiterer Folge eben auch eine Energiebilanz darzustellen und die Maßnahmen auch wirklich aufzugliedern. Das Umsetzungskonzept ist jetzt das Pendant dazu. Das soll jetzt tatsächlich eine Darstellung beinhalten von den Maßnahmen, die Sie planen umzusetzen, die Sie auch tatsächlich beantragen. Da ist mitunter auch besonders wichtig, eben die Energieeinsparungen vor und nach, also die Energiebilanz vor und nach der umsetzenden Maßnahme darzustellen. Oder auch, wenn wir jetzt einen Heizungstausch haben, sprich, wenn man von einer Gasheizung auf eine Holzheizung umstellt, auch hier die Darstellung auf den erneuerbaren Energien. Also das ist jetzt der Unterschied quasi, was die Energieberatung und das Umsetzungskonzept darstellen soll. Das Nachhaltigkeitskonzept per se, das umfasst wiederum jetzt die Bemühungen des Kunst- und Kulturbetriebs selbst. Da müssen Sie sich Gedanken machen als Betrieb, was sind Möglichkeiten im Sinne einer energetischen, sozialen und ökologischen Aspekten. Das kann zum Beispiel sein, dass Sie jetzt Energieeinsparungen, Sparmaßnahmen, das ist immer auch der Fall, aber auch eben Maßnahmen in Bezug zum Beispiel auf Abfallreduktion oder dass Sie umsteigen wollen von normalen Toilettenpapier auf recycelbares Papier. Und die trotzdem zur Förderung beantragten Maßnahmen müssen hier definitiv auch beinhaltet sein. Aber es soll auf jeden Fall eine Bewusstseinsbildung für diese drei Aspekte beinhalten und das ist von großer Bedeutung. Der grundsätzliche Ablauf der Antragstellung erfolgt online, entweder direkt über die Seite vom Klimafonds. Und einer der wichtigsten Punkte ist gleich der zweite, das ist ausschlaggebend, also mit einem Förderprogramm setzen wir Anreizwirkungen für Sie, dass Sie in diese Maßnahmen investieren. Deswegen ist es auch besonders wichtig, hier die Antragstellung vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung einzugehen. Planungskosten und eben die Inanspruchnahme von einer Energieberatung, die sind natürlich hier ausgenommen, weil ansonsten könnten Sie uns die Dokumente auch nicht so zur Verfügung stellen, wie wir sie benötigen. Und danach werden diese Unterlagen von uns, der KPC, auch geprüft und in weiterer Folge ein Beirat vorgelegt. Und erst danach folgt dann die Förderungszusage an die jeweiligen Förderwerber. Jetzt noch ein paar Punkte zum tatsächlichen Verfahren. Also wie schon angesprochen, die Unterlagen werden von uns formell geprüft. Danach werden sie für eine Beiratssitzung aufbereitet und anhand von mehreren Beurteilungskriterien noch einmal beleuchtet. Und der Beirat selbst gibt dann die Förderungsempfehlung an das Ministerium weiter. Und hier ist ein besonderer Fokus eben auch noch einmal gelegt auf die Unterschiede und die Verteilung zwischen den Regionen, auch die Sparten, da natürlich der Kunst- und Kulturbereich sehr breit aufgestellt ist und auch die Größen der Kulturbetriebe spielen hier auch nochmal eine entscheidende Rolle. Wie der Kollege auch schon angesprochen hat, es gibt natürlich für größere Kunst- und Kulturbetriebe die Möglichkeit, jetzt eine umfassendere Investition zu tätigen. Es gibt aber auch kleinere oder gemeinnützige Kunst- und Kulturbetriebe, die jetzt vielleicht nur LED-Innen- oder Außenbeleuchtung jetzt umsetzen wollen. Dafür gibt es auch das vereinfachte Verfahren, das bis zu einem Förderbetrag von 10.000 Euro geht. In diesem Verfahren ist, wie schon der Wort sagt, vereinfacht, die formelle Prüfung über einen Mitarbeiter von uns, von der KPC und über ein Mitglied des Beirates wird dann noch die kulturpolitische Einschätzung vorgenommen. Wie schon angesprochen, auch die Beurteilungskriterien jetzt tatsächlich im Beirat, ist besonders wichtig, eben auch auf die Klimafreundlichkeit der Investitionen ein Auge zu werfen, sprich, wie viele CO2- oder Ressourceneinsparungen können damit tatsächlich auch bewirkt werden. Des Weiteren auch nochmal die kulturpolitische Bedeutung in der Region und über die Region auch wieder hinaus und dann auch noch das Gesamtbild in der österreichischen Kulturlandschaft, das hier auch nochmal beleuchtet wird. Und des Weiteren auch noch, deswegen war es uns auch ein Anliegen, Ihnen noch einmal das Nachhaltigkeitskonzept
nahezubringen, dass hier auch tatsächlich auch auf die Qualität diesen nochmal geschaut wird und eben auf die drei Aspekte Ökologisierung, die sozialen und die energetischen Punkte. Der letzte Punkt ist auch noch wieder das Kostenbewusstsein und die Wirtschaftlichkeit. Ich denke mal, da ist jeder gewillt und in dem Gedanken, dass man damit auch dementsprechend umgeht. Der aktuelle Zeitplan, wie vielleicht der ein oder andere im Publikum auch schon weiß, das Programm hat am 10. Oktober diesen Jahres bereits gestartet. Die erste Ausschreibung geht jetzt bis 15. März nächsten Jahres und geht dann direkt in die zweite Ausschreibung über. Die ist derzeit geplant mit einem Ende mit 29. September. Was man hierzu auch gleich noch sagen kann, was für Sie auch vielleicht interessant sein könnte, dann wird auch die Fragen auftreten, wann könnte man dann zu einer Zusage kommen. Grundsätzlich dadurch, wenn es jetzt die umfassenderen Programme sind, wo wir eine Beiratssitzung abhalten müssen, ist auch dann immer ungefähr, sag ich jetzt mal, einen Monat nach Ausschreibungsende geplant. So können Sie ungefähr mit so einem Zeitrahmen auch rechnen, dass Sie da dann eine Förderzusage bekommen. Und zu weiteren Einreichfristen, derzeit sind diese zwei Ausschreibungen geplant. Sollte es dennoch vielleicht noch ein verfügbares Budget geben, werden Sie natürlich dann auch über unsere Website darüber informiert, falls noch eine weitere Ausschreibung kommen sollte. Jetzt noch auch unsere Kontaktdaten, was hier auch einer der wichtigsten Punkte ist. Auf der Webseite finden Sie immer auch unseren Leitfaden, der das ganze Förderprogramm auch einmal beleuchtet und beschreibt und des Weiteren eben auch noch die FAQs. Darin befassen wir uns mit den am häufigsten gestellten Fragen und es ist ein Dokument, das fortlaufend immer wieder aktualisiert wird. Also auch für Sie als Hinweis, bitte nicht nur den Leitfaden hernehmen, sondern auch einen Blick in die FAQs richten, weil vielleicht klärt sich dann schon die ein oder andere Frage auch, die Sie selbst noch haben. Und grundsätzlich finden Sie das Dokument auch auf der Homepage vom Klimafonds und für alle weiteren Fragen sind wir von der KPC als Serviceteam Klimafitte Kulturbetriebe entweder telefonisch oder auch per Mail für Sie erreichbar und wir schauen natürlich, dass wir so rasch als möglich auch dann zufriedenstellende Antworten für Sie finden. In dem Sinne sind wir bei der letzten Folie angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich und wir sind jetzt für weitere Fragen offen. Danke. Gut, wenn es Fragen gibt, jetzt schon eine Frage an die Technik, weil das aufgezeichnet wird, braucht man ein Mikro für den Saal, damit die Frage klar ist. Ja. Meine Frage ist zum Nachhaltigkeitskonzept. Wie umfangreich soll das sein? Gibt es da irgendwie Mindestangaben und gibt es da Vorgaben zu der Struktur oder soll man sich da irgendwie an die Berichterstattung nach EMAS halten? Gibt es da irgendwelche konkreten Vorgaben oder Mindestanforderungen? Also grundsätzlich ist es in der Frage dadurch, dass natürlich von sehr kleinen bis sehr großen Kunst- und Kulturbetrieben das auch von der Größe und vom Umfang sehr unterschiedlich ausschauen kann. Ist deswegen allerdings jetzt eben auch das Wichtigste für uns, eben diese drei Aspekte hervorzuheben. Und es soll in der entsprechenden Qualität eben auch Ihre Bemühungen und die Bewusstseinsbildung widerspiegeln, dass sich mit diesen Thematiken auseinandergesetzt haben. Das ist mitunter der wichtigste Punkt und zielt dann eben auch auf die Qualität dessen. Weil es kann natürlich ein kleiner gemeinnütziger Verein jetzt vielleicht nicht so viele Maßnahmen treffen oder so viele Möglichkeiten haben, wie jetzt, sage ich mal, ein großes Theater. Weil man kann auch in einem Nachhaltigkeitskonzept, könnte man genauso auch in Richtung, wie könnte man das Ticketsystem verändern, dass man jetzt nicht so viele ausgedruckte Tickets hat oder das Digitalisieren und dergleichen. Das sind Bemühungen, Gedanken, die Sie bitte in diese Richtung anstreben und das umfassend dann. Aber es gibt keine Vorgabe in dem Sinn, dass Sie sagen, genau, Sie müssen irgendeine Struktur fix einhalten und wenn Sie EMAS oder Ähnliches haben, dann natürlich gerne weiterverwenden. Als privater Tipp, das ist jetzt unabgesprochen, ich kenne viele Berichte, die ich viel lesen muss. Es ist nicht so interessant, dass man auf vielen Seiten sozusagen die Problematik der globalen Klimakrise erklärt. Wichtig ist, dass man einen Fokus und wirklich auf die konkreten Dinge setzt. Ja. Also die Länge ist nicht das Entscheidende, der Inhalt. Okay,
verstehen. Immer. Das heißt, die Maßnahmen, die man dann auch im Konzept anführt, da gibt es dann auch keinen konkreten Zeithorizont, der von Ihnen vorgegeben wird, außer von den Geförderten halt, aber alle anderen Maßnahmen. Naja, die Geförderten müssen enthalten sein. Ja, genau. Und, die das ist damit, wenn Sie mehr Maßnahmen haben, ja, ich meine, natürlich können wir nicht überprüfen, wann Sie da jetzt, ich sage jetzt salopp gesprochen, das Blaue vom Himmel versprechen. Ja, es sollte ein Konzept immer Hand und Fuß haben, ja, für die, die es bewerten. Und wenn Sie irgendwas in 30 Jahren sagen, vorzuhaben, dann wird es nicht so einen Effekt haben in der Bewertung des Konzeptes. Ja. Aber es ist schwer zu sagen, ja, ob jetzt eines, was Sie in 5 Jahren machen, wenn Sie erklären, dass das vorher aus verschiedensten Gründen auch nicht sinnvoll ist, ja, dann hat es sozusagen in der Bewertung einen anderen Effekt, als wenn das einfach so dasteht und sagt, es ist nicht erklärt, warum das erst in 5 Jahren ist. Ja. Also nachvollziehbar. Genau. Also da auch noch dann dazu auch zu sagen, im Nachhaltigkeitskonzept können sehr wohl nämlich auch mehrere Maßnahmen und Überlegungen von Ihnen sein, die jetzt vielleicht nicht direkt in diesem Förderprogramm enthalten sind. Ja. Also das ist auch nochmal dazu sagen, es sollte deswegen, ist das Wichtigste, die Bewusstseinsbildung. Und die umfassende Beschäftigung mit dem Thema. Genau. Als gesamthaftes Betrachtung. Dankeschön. Eine kurze Frage, ist diese Förderung subsidiär, also dass man auch etwas vorher beim Land oder bei der Stadt einreichen muss, weil es ist ja bei einigen Fördertools beim Bund so, dass man von Stadt und Land vorher etwas bekommen hat. Müssen Sie nicht. Ja. Ja. Genau, klare Antwort, nein, muss nicht sein. Eine Frage, wie groß ist der Fördertopf für beide Ausschreibungen oder für hintereinander jeweils zusammen? 15 Millionen in Summe. Sie haben erwähnt, dass Minimaßnahmen nicht so hoch gereiht werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, eine Förderung zugesprochen zu bekommen, wenn das ein schlüssiges Konzept ist und nachgewiesen werden kann, dass eben diese Bewusstseinsbildung und Folgewirkungen auch erfolgen? Mhm. Vielleicht willst du dann zur Prüfung was sagen, was ich damit sagen wollte, wenn jetzt der Effekt der Maßnahme sehr klein ist, die Investitionskosten sehr hoch, dann wird es, und wir haben 15 Millionen, das kann sich jetzt ausgehen oder vielleicht auch nicht, dann werden die Maßnahmen, die höhere Effekte mal haben, jetzt einmal in der technischen Prüfung, auch der KPC höher gereiht. Dann gibt es aber noch immer den Beirat, der kulturpolitische Überlegungen auch mit in die Überlegung einfließen lässt. Also es ist schwer zu beantworten. Ich würde mich nicht abschrecken lassen, wenn Sie eine Maßnahme haben, dann bitte einreichen. Wir können es jetzt noch gar nicht sagen, ja, wo vielleicht etwas abgeschnitten wird oder auch nicht, aufgrund von budgetären Rahmenbedingungen. Und ist es denkbar, dass das Budget auch erweitert wird? Sag niemals nie, sage ich Ihnen, bei budgetären Dingen. Wir hoffen es, 15 Millionen sind jetzt da nicht die Welt. Ja. Jetzt von... Österreich ist Gott sei Dank ein Kulturland mit sehr vielen kulturellen Aktivitäten und ich denke, dass auch die Nachhaltigkeitsbemühungen sehr gefragt sind. Ich schaue zu Frau Lang, ob sie eher nickt, dass vielleicht eine Chance besteht einmal, aber wir werden sehen. Ich kann es nicht sagen jetzt, ne? Ich hoffe es. Wie ist es, wenn der Kulturbetrieb selber jetzt nicht Eigentümer eines Gebäudes ist? Ist dann, wer reicht dann ein? Der Vermieter eigentlich, also der Besitzer, der ja aber eigentlich keinen Kulturbetrieb betreibt, sondern nur vermietet, oder? Da kann ich gleich auf unsere FAQs zurückweisen. Das ist mittlerweile, glaube ich, der erste Punkt in den FAQs. Also wir sind uns dessen natürlich bewusst, dass nicht jeder Kunst- und Kulturbetrieb auch Eigentümer von den Gebäuden ist, in dem er sich befindet. Einreichen muss immer der Kunst- und Kulturbetrieb, das ist auf jeden Fall klar. Aber in der Hinsicht, wenn Sie eingemietet sind, ist natürlich hier, dann brauchen wir nur den Beleg, dass sie langfristig eingemietet sind, sprich zumindest 10 Jahre oder ein unbefristetes Mieterverhältnis. Und wenn Sie eine Maßnahme umsetzen, muss natürlich auch eine Einverständniserklärung vom Vermieter selbst erfolgen. Okay, weil zum Beispiel die PV-Anlage ja dann dem Kulturbetrieb gehört, aber trotzdem ja baulich mit dem Gebäude verbunden ist und die... Genau. Alles klar, danke. Ich hatte eine kurze Frage, und zwar Kunstuniversitäten, fallen die unter Kulturbetriebe? Spezialfrage hatten wir noch nicht. Ne? Wir tatsächlich, glaube ich. Frau Lang, wissen Sie eine Antwort? Ja. Okay.
Es gibt die Regelung, dass die Räumlichkeiten zeitlich und räumlich zu 80% für Kunst- und Kulturzwecke genutzt werden müssen. Also wenn die angewandte oder die bildende Kunst ein Atelier hat und die Maßnahme in diesem Atelier umgesetzt wird, stellt das überhaupt kein Problem dar, wenn das abgegrenzt werden kann. Also wenn das ganz klar zuordnenbar ist zu diesem Betrieb. Ein ähnlicher Fall hätte man ja zum Beispiel beim WUK. Im WUK haben wir Bildungseinrichtungen drin, haben wir ein Restaurant drin, das kann man jetzt, ist nicht im inneren Sinn ein Kunst- und Kulturbetrieb, aber das Galerie im WUK, wenn die ganz klar einreicht, ist das total zuordnenbar. Das heißt, es muss zuordnenbar sein und diese künstlerische, kulturelle Nutzung einfach nachgewiesen werden. Die Maßnahme, die dann wirklich rein nur den Lehrbetrieb oder den Unterrichtsbetrieb oder nur Anführungsschlusszeichen, was weiß ich, die Büroräumlichkeiten, das Sekretariat betreffen würde, wird in der kulturpolitischen Beurteilung dann wahrscheinlich schwierig. Also das könnte ich mir einfach vorstellen, dass dann die Jury sagt, ist jetzt nicht die Relevanz, wie wenn ich, was weiß ich, das Serapionstheater hernehme oder so. Also das ist dann die Gefahr, die einfach, also Gefahr, aber auch die Umstände, die sind. Ja, aber Frage, gegenwärtige Investitionen oder Maßnahmen kann man nicht im Nachhinein dann in dieses, okay, das heißt, man muss erst den definitiv, ja gut. Alle Fragen hinreichend geklärt, okay. Bis heute. Gut. Sehr gut, oder? Vielen Dank. Dankeschön. Und wir stehen natürlich auch sonst jederzeit gerne zur Verfügung und bitte, wenn Fragen sind, wenden Sie sich an uns. Okay, Dankeschön.